you ever felt. Are you listening? Damn. So, jetzt werden wir den Koffer konfigurieren. Und zwar für meine Panasonic DMC FZ1000. Das sieht wie folgt aus. Wir öffnen natürlich den Koffer, ist klar. So, wir haben den Schaumstoff drin und dann müsst ihr euch überlegen, wo positioniert ihr die Kamera hin. Also macht ihr sie mittig, wie tut ihr sie halt hinlegen. Ne? Also ich habe mir überlegt, weil ja die meisten Taschen die Kamera so haben irgendwie, aber das wollte ich nicht, das nimmt mir schon wieder, ich weiß halt nicht, ob ich es jetzt so oder ne, weiter oben oder mittig, damit ich nicht, aber so ein bisschen von Rand weg, oder ob ich sie halt dann lieber doch so konfiguriere, dass ich sie halt so hinpacke, dass ich sie dann immer so rausholen kann halt, ne. Das weiß ich halt nicht, also platzmäßig ist dann noch eine ganze Handbreit frei. Ja, so wird es auch noch gehen, ne. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Wie mache ich es? Also, wie tue ich es am besten dann rausnehmen? Also, wie fasse ich es an? Also, das müsst ihr euch vorher überlegen. Und ich werde den Schaumstoff konfigurieren für die Kamera ohne die Gegenlichtblende. Also hier in Tulpenform. Das heißt, nur natürlich mit dem Objektivschutzdeckel. Der ist natürlich dran. Weil, wenn das Ding montiert ist, die Objektivschutzblende, wenn die hier so drauf ist, dann liegt die Kamera nicht mehr so ganz gerade. Und ich habe halt Angst durch die Erschütterung, weil ja nur diese Gegenlichtblende hier vorne an diesem herausfahrbaren Teil dran ist. Also ich weiß auch, aus Plastik ist nicht, dass durch eine schiefe Lagerung oder Erschütterung dann entweder hier was von den von der Plasteraufnahme wegbricht oder irgendwas sich verzieht. Deswegen ohne die, die kann ich dann immer noch hier irgendwo so mit reinpacken. Ja, so hier irgendwie seitlich oder so. Die kriege ich noch unter. Ja, wie macht man das Ganze? Wie gesagt, ich tue mir jetzt ein Maß aus, suchen, wo ich sie hinpacke, wie ich sie hinpacke und dann eben halt muss ich das dann durch drei Ebenen durcharbeiten. Kommt darauf an, wie tief ihr es haben wollt, aber ich denke mal, ich werde auf mindestens zwei oder drei Ebenen runter müssen. Jo, da fangen wir jetzt mal an. Ja, jetzt seht ihr das. Ich habe schon mal mit der ersten Ebene angefangen. Und Maß genommen. Ich wollte zwar gerne da so ein kleines Zeitraffer-Video mit dazu machen, aber ich muss auch mal selber gucken, was ich wegnehme, wo und wie viel ich wegnehme, weil die Blöcke, wenn ihr das seht, sind nur mit so kleinen Stegen miteinander verbunden hier oben. Hier seht ihr das? So kleine Stege. Und da müsst ihr dann nur einfach dran reißen. Also wenn ihr das rausmacht, das ist wirklich nicht schwer. Ich tue mal hier so einen Block zeigen. Das sind so dünne Stege, die gehen die ganze Länge runter. Ja, ne, in der Mitte, da müsst ihr nur einfach hier, das geht ganz easy, ihr müsst nicht schneiden, ihr müsst nur reißen. Und so Block kann man immer noch aufheben, zum Unterfüttern, wenn ihr noch was Kleineres mit hineinlegen wollt. Und ich habe das jetzt hier so gemacht, also hier ist auch nur so ein kleiner Steg in der Mitte, der das hier noch hält. Sieht aus wie Tetris, also eigentlich ist es Tetris machen, nur umgedreht. Also ihr seht das hier, das ist hier alles so ein bisschen, ja, so wabbelig halt, aber sollte halten. Und das ist ungefähr die Form jetzt von meiner FZ1000. Ich hätte sogar die Kamera noch ein Stückchen in die Mitte machen sollen, weil hier der Rand sind ungefähr, ich sag mal 1,5 bis 2 Zentimeter, wo man hier nicht mehr reißen kann. Hier ist noch eine Reißlinie. Ich hätte vielleicht noch eine lassen sollen, dass es noch ein bisschen weiter in die Mitte gehen, also hätte können. Also ich sage jetzt mal, wenn ihr den auch euch kaufen wollt für eure Kamera, kommt, wenn ihr die jetzt auch so hinmachen wollt wie ich, es machen möchte, dann geht ein bisschen weiter, also mit noch so einer Seite, also hier so zwei solche Reißdinger rein, dass ihr noch ein bisschen weiter weg seid, weil ihr habt ja noch diesen optischen Sucher, der noch mit rein muss, also dran muss, und da seht ihr das, ich habe das jetzt schon mal so reingemacht, so sieht es dann aus, die Kamera ist dann passgenau, also die Blöcke sind, also Schalter dürfte da nicht betätigt werden, oder es ist alles ganz weich. Und ich tue das mal ein bisschen nach oben schwenken, da ihr seht schon, ja, so
Also sie passt rein. Hier hätte ich noch ein bisschen mehr Abstand gehabt, weil das könnte knapp werden. Aber es ist ja alles Schaumstoff und weich. Ja, also ihr seht, das passt rein. So, und jetzt tue ich ihm halt noch zwei weitere Ebenen nach unten arbeiten, dass ihm halt die Kamera weiter runterkommt. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, endlich nach ungefähr einer Stunde Zeit lassen und langsam arbeiten, ist es vollbracht. Ich habe jetzt den Koffer sozusagen auf mein gerade jetziges Equipment angepasst von der FZ1000 und natürlich die FZ1000 an sich. Ist halt jetzt angepasst. So sieht das halt aus. Was seht ihr? Ihr seht natürlich viel, aber was seht ihr genau? Die Kamera verschwindet hier komplett. Also die ist hier oben, ist noch genug Luft. Also ich sag mal mit den Noppen. Also es wackelt nichts und es schlägt auch nirgendwo gegen. Es ist alles super gepolstert hier. Sie ist also super geschützt. Hier ist natürlich diese Gegenlichtblende, ne? Was ich da gesagt habe, dass ich die extra machen wollte. Ihr seht schon, hier habe ich mich noch ein bisschen vertan. Das passiert halt, aber ist trotzdem noch zu gebrauchen. Und hier noch ein Fach für einen Reserveakku von der FZ1000. Ja, das ist hier alles mit drin. Bei den Akku habe ich mir halt noch Restschaumstoff genommen, den ich hier noch übrig habe. Also ihr seht hier, ich habe noch eine ganze Menge übrig. Dann macht ihr eben halt die Hälfte von diesem Boden und da verschwindet er nicht komplett. Das ist halt der Nachteil, ihr seht schon beim Rausholen, kommt immer ein Stückchen Schaumstoff hinterher. Da überlege ich, ob ich mir noch irgendwie Schaumstoffkleber besorge, dass das eben halt dann alles beim Rausziehen auch stabil drinnen bleibt. Weil sonst ist immer, ihr seht hier, ne, die oberste Lage könnt ihr sonst abziehen und das ist ein bisschen, ja, blöd. Ich meine, ich überlege auch gerade, ob ich das hier einfach, oh, da könnte es dann halt kippeln, ne? Wenn ich jetzt einfach das hier weglasse, ja, das ist dann doof, das ist dann hier, da schlägt die dann komplett rum, oder? Ich muss gerade selber mal überlegen und testen. Ihr seht halt, ne? Aber eigentlich könnte ich es auch so lassen. Na, ihr seht schon, wie es halt aussieht. Halt so. Ja, wie gesagt, man kann das halt frei konfigurieren und gestalten. Da müsst ihr halt gucken, was ihr eben halt anpassen wollt. Und ihr seht auch schon, dass ich mich hier am Rand, also hier seht ihr, wie dick der Rand ist. Also das ist halt sozusagen das Maß, wo es hier nicht mehr weitergeht. Das sind ungefähr, ja, sag mal 2 cm, ja, 1,5 bis 2 cm. Wollte ich mal sagen, ein Finger dick. Und ich hätte noch weiter reingehen müssen. Ihr seht, ich muss es hier ja mit der Rasierklinge mehr oder weniger wegknubbern. Also wenn ihr auch so das so ungefähr konfigurieren wollt wie ich, dann geht halt ein bisschen, also noch eine Reihe weiter. Also das nicht komplett bis zum Rand hinnehmen, sondern dass ihr hier noch eine zweite nehmen. Das habe ich zwar auch am Anfang des Videos gesagt, war der Meinung, dass ich hier noch eine hatte, aber durch den optischen, also durch den Sucher hier oben, ja, habe ich halt nicht mit eingeplant. Ist nicht so schlimm, wenn es mich doch irgendwann mal stört eine ganze Zeit, dann könnte ich ja notfalls mir nochmal einen Ersatzschaumstoff kaufen, mir das nochmal nachbauen, wo ich mal die Kamera weiter nach vorne versetze. Also wenn ihr das auch so machen wollt, empfehle ich euch eine Reihe weiter vor, da habt ihr noch genügend Spielraum oder vielleicht sogar 3 Reihen hier Platz gelassen. Da, ja, das ist 3 Reihen, das sind dann hier, das ist dann auch noch genügend Platz. Aber ihr seht, anschlagen kann nichts Wirkliches und selbst wenn, also das ist noch genügend, außer ihr lasst es vom dritten Stock fallen oder so, ne? Ja, das war es eigentlich schon. Ihr seht, so kann es aussehen. Und für mich ist es eine klare Kaufempfehlung, wer teures Equipment hat, seine Kamera schützen will, nur zu. Ihr seht, ich habe auch noch genug Platz. Also hier kann noch die Ladeschale mit rein, die ich überlege, ob ich mir vielleicht noch mit reinmache, die Ladeschale. Oder vielleicht noch eine zweite kleine Kamera oder ein Mikrofon oder noch mehr Akkus, ja, oder irgendein Lichtmessgerät. Also ihr habt, wie gesagt, genügend Spielraum. Falls ihr sagt, ich möchte auch den Koffer haben, aber wie sieht es denn aus mit dem 2000er Modell? Wenn ihr jetzt nur die Kamera haben wollt und nicht so viel Equipment reinmachen wollt, also ich sage jetzt mal, das Modell 2000
Also der Typ 2000 hätte auch gereicht, der ist nur ein Stückchen schmaler. Also nicht so breit und nicht so hoch, aber ich denke mal, für eine Kamera und für die Akkus und sowas hätte es auch noch locker ausgereicht. Aber ich würde ihm ein bisschen noch Luft nach oben lassen und man weiß ja nie, ne? Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen zur Konfiguration. So kann es aussehen. Und das war's auch. Bis nächstes Mal, der Dicke Yoshi. Bye, bye.